Ja, das gibt riesigen Appetit. Zuerst habe ich einen Salat bestellt. Das ist jetzt mein Mittagessen. Es hat doch jetzt auf der Wanderung ziemlich Hunger gegeben. Jetzt habe ich mich da vorne verpflegt und jetzt kann ich frisch gestärkt wieder weiter. Übrigens, wer auch hier hoch kommen möchte, aber sich scheut vor dem langen Aufstieg und auch kein Auto besitzt, der kann im Sommer mit dem Bus hier hochfahren. Die Kantonsgrenze geht da über diesen Hang und ich bin da im Kanton Luzern. Jetzt habe ich gerade wieder einen ziemlich steilen Aufstieg gehabt und dazwischen geht es ja wieder flach. Wie hier. Da kann man sich gut erholen. Da geht jetzt die Kantonsgrenze zu diesem Hügel hoch da vorne auf den Gummen. Und ich wechsle hier wieder in den Kanton Bern. Diese Seite da. Jetzt stehe ich wieder auf Berner Boden. Von da bin ich jetzt gekommen. Hier ist noch ein schönes Brünnli. Und der größere Weg geht jetzt hier durch. Und ich nehme jetzt da den kleineren und gehe da hoch. So wie es da hier aussieht, ist da der Schnee noch nicht so lange weg. Da vorne sieht man noch schön den Weg, wo ich durchgekommen bin. Schade, dieser Ameisenhaufen wurde auch ziemlich zerstört. Da hat es jetzt wieder ganz tiefe Gräben und auch noch ein wenig Schnee. Und so wie das aussieht, muss ich da vorne wieder runter. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin daran gewöhnt, da im Emmental, dass das so ist.
Ja, und da geht es dann noch steil runter. Übrigens bin ich jetzt auch schon lange auf dem Grenzpfad Napfbergland. Es ist ein sicher ganz, ganz schöner Weitwanderweg. Aber sicher auch nur für geübte Wanderer. Schon nur jetzt auf diesem kurzen Teil, wo ich da jetzt mache, geht es dauernd bergauf und bergab. Da noch ein Blick zurück. Einen Blick Richtung Pilatus. Und da bin ich jetzt wieder wie auf einem Boden angekommen. Und da hinten ist noch ein Feriendomizil. Und vorher war ich da gerade vorne. Irgendwie überzieht sich jetzt der Himmel. Und da hier, gerade vorne, noch die Rigi. Jetzt habe ich doch sehr viel Steigung gemacht. War vorher da auf diesem da drüben. Und jetzt schon da oben. Und ich bin da oben jetzt auch beim Schnee angekommen. Ich habe aber bald den höchsten Punkt. Und ich glaube, das wird nicht mehr so schlimm. Da drüben, genau da, habe ich dann den Abstieg ins Tal runter. Schnee habe ich etliches mehr erwartet, als jetzt da ist. Wobei, das ist genug. Das da vorne, diese Alp, heißt Oberscheidegg. Da war der Specht drin. Da wieder einen sehr schönen Pfad. Diesem sehr, sehr steilen Aufstieg. Blick ins Tal runter. Und auch immer mehr Schnee. Aber es ist nicht schlimm.
Übrigens, da bin ich wieder auf Luzernenboden. Es wechselt da oben ein bisschen hin und her. Mal bin ich auf Berner Boden, dann wieder auf Luzernenboden. Schaut mal, da geht der Weg auch wieder steil runter. Das ist wirklich wieder ein interessantes Gebiet, wo ich da bin. Ich kann auch sagen, da wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen. Von da komme ich jetzt her. Und es geht immer noch nach oben. Da über diesen Hang bin ich jetzt gekraxelt. Und bin immer noch nicht ganz oben. Das da drüben ist das Hochenzi. Dort habe ich meinen höchsten Punkt von meiner heutigen Wanderung. Und von dort geht es dann nur noch bergab. Judi hui! Und da hier auf der anderen Seite werde ich auch noch mal durchwandern. Es wird immer schöner. Da bin ich jetzt dann doch zuhinterst in einem Tal. Und jetzt habe ich noch den letzten großen Aufstieg. Und nachher geht es nur noch runter. Wow, schön. Au, schaut mal diese Flut da drüben. So schön. Da drüben bei dieser Alphütte bin ich vorbeigekommen. Und jetzt muss ich da hoch. Übrigens, da hier geht es jetzt Richtung Hochenzi. Das ist der höchste Punkt. Ich gehe nicht ganz nach oben, aber es ist trotzdem der höchste Punkt von der heutigen Wanderung.
da oben ist jetzt das Hochenzi. Jetzt habe ich gerade einen ziemlich heftigen Aufstieg wieder gehabt. Und da geht es jetzt, glaube ich, nur noch leicht hoch. Von da ist es nur noch eine Stunde 40 auf den Napf. Und hier, durch diesen Weg, werde ich auch noch mal gehen. Und dann komme ich von dieser Seite her da. Da drüben, das Dreigestirn. Eigenmönch und Jungfrau. Und da geradeaus sieht man auch noch eine bekannte Bergkette. Ich benenne jetzt die mal nicht mit dem Namen. Und da hier oben, da ist der Napf. Dort werde ich jetzt aber nicht noch hochsteigen. Ich fange nämlich jetzt an da vorne an mit dem Abstieg ins Tal. Da drüben, da hier, sieht man noch den Niesen und das Stockhorn. Und da oben hat es noch eine schöne Alp. Hochenzi. Da vorne die Alp Hochenzi. Und da wieder einen wunderbaren Blick nach unten. Und auch da oben ist es ganz schön. Weiter hoch werde ich jetzt nicht mehr gehen. Der Napf wäre noch ein bisschen höher. Oh, so schön einfach da oben. Da stehe ich jetzt gerade oberhalb von der Flur. Und hier hat man einen wunderbaren Ausblick in das Land. Gerade vorne der Napf und da geht es jetzt doch ziemlich steil wieder runter. Da unten irgendwo gehe ich dann links ins Tal. Noch so weit oben hat es noch Häuser, die sicher auch im Winter bewohnt sind.
diese steile Straße, da bin ich jetzt gerade runtergekommen. Und hier sehe ich zum letzten Mal noch die Berge. Und jetzt mache ich da einen großen Bogen und von da an bin ich jetzt bis am Ziel immer im Kanton Luzern. Jetzt geht es da in diesen Graben runter. Dieser steile Weg bin ich jetzt runtergekommen. Und von da an wird es zum Glück ein bisschen besser. Nicht mehr so steil. Jetzt habe ich einen ganz schönen Weg. Geht immer ein bisschen runter. Aber da ist nicht mehr schlimm. Und so komme ich, glaube ich, schnell ins Tal runter. Dort oben war ich irgendwo. Und da unten befinde ich mich jetzt auf einem militärischen Gelände. Ich glaube, ich möchte das sofort verlassen. Sonst werde ich auf einmal noch durchsiebt. Und das möchte ich nicht. So, zu meinem Ziel noch 35 Minuten. Lutherenbad. Jetzt bin ich da wieder ziemlich in einem Graben hinten. Da doch ziemlich steil hoch auch. Und der Weg geht auch wieder ein bisschen rauf. Aber nicht schlimm. Da wäre noch eine Sitzgelegenheit. Aber ich glaube, ich ziehe jetzt durch. Und da blüht es schon ganz schön. Alles voll. Endlich bin ich aus dem Wald draußen und da vorne ist alles noch voll Schneeglöckli. Und da auf der anderen Seite der Waffenplatz. Lutherenteile. Schön da oben. Das haben wir doch ziemlich an Höhe verloren. Da unten erwarten Sie auch noch einen strengeren Winter. Lutherenbad, ein kleiner Wallfahrtsort. Da kommt der Pilgerweg runter.
vom Napf her oder auch umgekehrt auf den Napf und geht da vorne bei dieser Kapelle vorbei. Da ist der Weg auch nicht schön. Das ist mein heutiges Ziel. Das ist jetzt das kleine Dorfzentrum, die schöne Kirche und da der Busbahnhof. So, jetzt mache ich noch eine kleine Pause und dann geht mit dem Bus und Zug wieder nach Hause. Danke fürs Zuschauen, dass ihr mich begleitet habt. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.